Also Samstag und damit Zeit für ein neues Video. Allerdings ein recht kurzes diese Woche. Ich war ein bisschen krank und hatte nicht so irre viel Zeit, irgendwas vorzubereiten. Trotzdem, so ganz ohne Samstagsvideo wollte ich euch auch nicht aus der Woche schicken. Und darum gibt's heute so einen Quick-Tipp. Nämlich, wie man mit Blackmagic RAW-Daten in Premiere Pro arbeiten kann. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen und hallo, ich hoffe, es geht euch allen gut. Hier befinden wir uns jetzt in der aktuellsten Version von Premiere Pro. Und wenn ich hier jetzt probiere, Blackmagic RAW-Daten in mein Projekt zu importieren, passiert das hier. File Format Failure. Premiere kennt dieses Format überhaupt nicht und kann deswegen auch nichts damit anfangen. Glücklicherweise können wir das aber ändern, indem wir auf der Internetseite von Blackmagic unter Support folgendes Tool finden. Dieses hier, denn das ist es, was Premiere braucht, um solche Daten überhaupt erstmal öffnen zu können. Also, downloaden im Betriebssystem eurer Wahl, installieren und dann schaut euch das an. Ich importiere die Daten erneut. Voila, kein Problem, ich kann damit arbeiten. Und das Ganze läuft sogar ziemlich flüssig. Wenn ihr also demnächst mal Blackmagic RAW-Daten bekommt und keinen Bock habt, euch DaVinci drauf zu schaffen, hey, Tool installieren, in Premiere schneiden. Jo, meine Besten, das war's auch schon wieder. Ey, ich hab's ja gesagt. Das wird ein kurzes Video. Falls es euch trotzdem ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten wieder. Bis dahin, bleibt sauber und macht keinen Blödsinn. Tschüss.